Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und das hier ist Teil 3 meines Junk Journal Notizbuchs in Blau. Das haben wir letztes Mal gemacht, Cover gestaltet, Building Wax benutzt. Noch ist das Cover, sag mal, weich. Jetzt kommt die Innenseite dran als nächster Step und da nehme ich euch jetzt mit. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir Fragen schickt, Inspiration und so weiter und so fort. Fand ich total klasse. Und da mein Kanal noch ganz klein und süß ist, freue ich mich besonders darüber, Kontakt zu bekommen und vielleicht ein paar Leute einfach auch auf meine Ideen aufmerksam zu machen. So, der nächste Step an der Stelle ist Gilding Wax. Ich habe ja nur gerade meine Hände wieder sauber gemacht. Aber egal. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall, dass die Innenseite auch so schön mal bronzig ist bei den Falten. Und da muss ich natürlich nur den Rand machen, weil wir nämlich gleich die Innenteile reinsetzen. Und das soll auch so genauso hübsch und fein aussehen wie hier meine Außenseite. So, in der Zwischenzeit, als der ganze Spaß getrocknet ist, war ich auch nicht faul und untätig, sondern habe mich um weitere Sachen bemüht. Und zwar habe ich hier nochmal meine Metallteile zusammengekramt, die ich da dran und dran hängen oder dran kleben möchte. Und auch da noch so ein paar Verbesserungen gefunden. Da werde ich euch auch noch schön einweihen. Und des Weiteren habe ich natürlich hier auch meine ganzen Strippen, die ich so brauche, schon mal vorbereitet und zum Teil auch zugeschnitten. Hängt so ein bisschen mit den Metallteilen zusammen. We'll see, was das hier so gibt. Ne? So, auch das muss gleich so ein bisschen trocknen. Allerdings bin ich jetzt hier gleich mal so ein bisschen fixer unterwegs und anstatt das komplett durchtrocknen zu lassen, bevor ich weitermache, werde ich die Innenteile da schon draufsetzen. Weil die muss ich ja auch festkleben, die müssen dann auch wieder trocknen, bevor wir alle hier miteinander einen Gähnanfall bekommen, weil das so super sequenziell hier funktioniert. Machen wir gleich einfach weiter. So, ihr seht schon, es glänzt und glitzert, wobei ich muss tatsächlich mal sagen, ich mache hier mein Licht an, weil doch sehr viel Licht vom Fenster kommt, was hier so, sag ich mal, wahrscheinlich den Teil stört, den ihr sehen könnt. Aber wenn so viel Seitenlicht kommt, dann glänzt es da, wo es nicht glänzen soll. Jedenfalls für die Kamera sichtbar. So, ihr seht, ich habe hier relativ viel Bronze mit reingemischt, weil auch das Innenteil oder die Cardstock-Teile, die ich da reinkleben werde, die sind sehr bläulich. Und das möchte ich jetzt einfach mit ein bisschen Bronze aufpeppen, dass es einfach nicht zu blau ist. Ich habe es bei mir als Arbeitstitel in den einzelnen Videos tatsächlich Blaues Buch genannt, weil es doch sehr überwiegend blau ist. Nur blau ist ja auch irgendwie doof. So. Schwupps. Here we go. Hier sind wir mit unserem Gilding Wax erstmal durch. Dazu ist mir nämlich noch was Schickes eingefallen. Und zwar für die Außenseite auch eine kleine Verbesserung. Allerdings würde ich jetzt erst einmal hier die Innenseite fertig machen, dass die trocknen kann. Und euch dann mit auf die Ideen der Außenseite nehmen. So, möglicherweise werde ich zwischendurch zu einem Kaffee abkommandiert. In dem Fall würde ich das Video unterbrechen, meiner Freundin einen Kaffee trinken gehen und danach das Video wieder aufnehmen. Jetzt brauche ich einmal die Innenseiten, sind ja vorbereitet. Da haben wir jetzt hier, so würde so aussehen, sehr fein, sehr schick. Ich habe jetzt folgende Möglichkeit, entweder bearbeite ich die auch mit ein bisschen Gilding Wax als Rand, also quasi Distress nur via Gilding Wax, das geht ganz gut. Oder ich nehme mir hier mein Lieblings-Vintage-Foto, meinen kleinen Dobber und distresse die erst einmal. Ob ich dann noch Gilding Wax drumherum mache, ich meine, mein Finger ist immer noch bronzefarben, das geht natürlich jederzeit. So, aber ich finde, so ein bisschen die Tiefe der Papiere bekommt man tatsächlich durch das Distressen. Und man kann natürlich dann noch den Rand so ein bisschen mit Gilding Wax zum Glänzen bringen, das ist überhaupt kein Problem. Und das bronzefarbene Gilding Wax, das passt auch wunderbar zum Vintage Photo.
Vintage Photo passt zu sehr vielen Farben, unter anderem zu diesem leichten Blau oder auch zu diesem kräftigen Blau. So. Also wir haben ja sehr viel Blautöne, die einfach jetzt hier in diesem Album wohnen möchten. Und ja, wenn man sie einzeln, sag mal, unbearbeitet nebeneinander legt, dann hat man manchmal das Gefühl, so richtig perfekt passen sie nicht. Nur mit den bearbeiteten, also Gilding Wax, Stempelfarbe hier, da wird es dann harmonisch. Und wenn man dann tatsächlich auch die Teile, die man nach drauf klebt, also ich habe jetzt gleich, kleiner Spoiler, ein Bellyband vor und ein, zwei kleine Taschen, dann wird es wieder harmonischer, harmonisch, wie man es sehen möchte. So. Ja, also dieses Distressen, ich mache das an dieser Stelle hier mit dem Vintage-Foto von Tim Holz in der Ink-Variante. Es gibt auch noch die Oxide-Variante. Und natürlich, wenn man da mit Feuchtigkeit hantiert, unter anderem auch mit Kleber, sich die Farbe ein bisschen anders verhält. Also man hat da tatsächlich dann Sprenkel, Farbverläufe und Co. Das ist an sich auch total interessant. An dieser Stelle will ich es allerdings nicht haben. Sondern ich möchte jetzt hier einfach stumpf ein bisschen Tiefe reinbringen. Und natürlich auch diesen etwas Eulen-Effekt. Ja, das sagt Jutta mal so schön, 100 Jahre Dachboden. Nein, nicht ganz so. Dafür sind die Papiere noch zu straight und hübsch und wenig angegammelt. Was ich tatsächlich auch schon mal gemacht habe, ist, dass man so ein richtig olles Papier mal anzubrennen und dann das Angebrannte einzukleben. So, wenn ich mir das jetzt hier einfach mal so drauflege, bin ich mit der Farbe eigentlich ganz happy. Also ich würde jetzt tatsächlich gar nicht mehr mit Gilding Wax da dran gehen. Jetzt könnte ich natürlich euch wieder fragen, wie ihr das seht. Nur auch eure Antwort wird erstmal im Orbit verhallen, weil ich das jetzt nämlich direkt aufklebe. Das heißt, wenn ihr sagt, wow, hättest du mal Gilding Wax gemacht, hätte, ist ein super Tipp, freue ich mich auch über die Rückmeldung, kann ich allerdings in diesem Album oder in diesem Journal nicht mehr ändern. Und dementsprechend, Entscheidungen sind dafür da, um sie getroffen zu haben. Und ich treffe sie jetzt. So, ich schaue mal eben nach, wie viel ihr davon seht. Ja, das Buch ist volle Kanne drauf, das ist bestens. Und dementsprechend, Pinsel raus. Bücher raus, Klassenarbeit. Nein, Pinsel raus und losgeklebt. Man sieht, also ich habe jetzt neulich, also vor einer Woche ungefähr, als ich an dem Hochzeitsalbum weitergearbeitet habe, habe ich tatsächlich eine neue Dose Kleber aufgemacht. Jetzt habe ich schon wieder 2/3 leer. Ich glaube, das gehört so. Das ist irgendwie Grundnahrungsmittel, also so wie man Brot im Hause hat und verputzt, also jedenfalls die meisten Menschen. So ist bei mir der Junk Journal Kleber, den ich im Hause habe und verputze. Natürlich nur sinnbildlich, ne? Weil ich glaube, essen sollte man das vielleicht nicht. Es gibt natürlich auch so einen schicken Kleber, ich glaube, die Susanne benutzt den, wenn mich nicht alles täuscht, der riecht nach Marzipan. Könnte man ja vielleicht in Versuchung kommen, mal zu probieren. Also jetzt, der hier riecht so gut wie gar nicht. Aber der riecht halt auch, das bisschen, was man riecht, riecht nicht so, als müsste man es unbedingt essen. So. Wichtig ist, wenn man hier sowas aufklebt, macht das großflächig. Klar, bei manchen anderen Bastelprojekten ist das so, dass man auch tatsächlich einfach den Rand, sag ich mal, einschmiert und kleben kann und das völlig ausreicht. Ich will, dass das hält und dass das auch bis in alle Ewigkeiten hält. Also wenn die ganzen Papiere des Buches zerfallen sind, muss dieses Cover immer noch irgendwo halten und schön sein. Das funktioniert mit diesem Kleber herrlich. Allerdings am allerbesten wirklich, wenn man flächig klebt, gut anstreicht. Man kann ihn tatsächlich noch so ein ganz bisschen verrücken, wenn man ihn aufgeklebt hat. So. So, jetzt einmal kurz hier rüber gehen, dass ich mir meine Unterlage hier noch mit anklebe.
Und dann der zweite Streich. Ich hoffe, ihr hört meinen Mann nebenan nicht so laut und deutlich in der Videokonferenz. Das hat doch ein etwas lauteres Organ als ich, würde ich mal so behaupten. Falls doch, ist wahrscheinlich nichts Interessantes, was da gesprochen wird. Obwohl, mit Sicherheit ist es für ihn interessant, sonst würde er nicht reden. Aber hier für dieses Video ist es total irrelevant. Uns ist erstmal relevant, das hier richtig schick einzukleistern und dort aufs Papier zu bringen, aufs Cover zu bringen. Und vor allen Dingen achtet auf die Ecken. Ja, die Ecken müssen sitzen. Ja, nichts ist schlimmer oder ein wenig ist schlimmer als Ecken, die hochkommen. Das macht nicht so viel Spaß. So, jetzt achte ich so ein bisschen auf die gegenüberliegende Seite mit dem Abstand, dass ich da so einen ähnlichen Rand bekomme. Oben unten natürlich auch. Solange man das hier so leicht drauflegt, kann man es noch rücken. Wenn man es erstmal wirklich angedrückt hat, ist es spät. Sieht prima aus, kann man machen. Gilding Wax schimmert. Das Papier ist matt. So, jetzt hier, fein. Das ist jetzt erstmal unser Innencover. Das darf eine Runde zum Trocknen zur Seite. Und nun erzähle ich euch mal ein bisschen was über mein ganzes Gebimsel. Hier hatte ich übrigens ein kleines Kästchen versucht mit einem alten Notenpapier, weil das Notenpapier bricht. Das reißt nicht mal, es bricht einfach. Reicht aber trotzdem noch als Lagerort. So, ihr habt ja gesehen, das bunte Herzchenpapier, was vorne drauf ist, das ist so ein Graspapier. Einfach Geschenkpapier, Graspapier findet man in Drogerien und Co. Und ich nehme jetzt die Rückseite davon, was auch diesen, ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann, was diesen Struktureffekt hat und so ein bisschen kriselig ist. Die nehme ich jetzt, sag ich mal, als Hintergründe. So, einerseits haben wir den Labelhalter. Und da darf ja was rein. So, das ist ein Hintergrund. Und dann habe ich mir auch überlegt, mit diesem silbernen Fleck da vorne bin ich nicht so happy. Mein Unendlichkeitszeichen bekommt ein Stückchen Graspapier als Unterlage. So. Ja, dann habe ich eben noch, was ihr noch nicht kennt, dazu einen kleinen Flügel gefunden, nochmal als zweites Lesezeichen und zwei kleine Ohrringe. So, genau, die Dinger kennt ihr schon. Jetzt, bevor wir hier großartig was drauf machen, nehme ich wieder mein Vintage-Foto, mein Dobber. Achso, ich dürfte meinen Kleber vielleicht mal retten. So, einmal Kleberrettung. Schwupp, schwupp. Nicht eintrocknen lassen. Kommt mein Vintage-Foto zum Tragen und geht einfach einmal drumrum. Man sieht davon nicht viel, aber ein bisschen wird man sehen. So, und jetzt werde ich hier auf dieses Label-Dings einfach ein Wort oder einen Spruch stempeln. Und derjenige oder beziehungsweise diejenige, die es bekommt, Cousinchen, wird sich dann überlegen, was sie da drin haben will. Ob sie das Wort drin lässt, ob sie was anderes nimmt. We'll see. Wichtig ist, das Ganze so ein bisschen zu distressen, dass es sich vom Hintergrund abhebt. Und dann würde das kleine Unendlichkeitszeichen, das irgendwie leicht gebogen ist, da drauf wohnen. Und das Ganze kommt dann auf das Cover. So, bevor ich das jetzt hier ganz wegräume, schnappe ich mir hier meinen kleinen Silikonblock und schnappe mir mein Stempelgedöns. Und ich habe mir irgendwie überlegt, dass das Beweisstück am besten ist. Beweisstück gefällt mir sehr gut. So, nehmen wir das mal gerade. Das ist das Schöne, dass diese Silikon, sag ich schon, Acrylblöcke, dass die hier Linien drauf haben. Das heißt, man sieht, wo man stempelt und man sieht auch, ob man es gerade hinklebt oder nicht. Das mit dem gerade kleben habe ich gerade nicht so drauf. Gerade, ja.
Ja, man kann natürlich auch bewusst eine Wellenform machen. Das war jetzt nicht mein Plan. Wir nehmen das Beweisstück, stempeln uns das hier einmal ein bisschen zur Seite. Sonst. So, mal gucken, dass der Stempel schön eingeengt ist. Und dann, also das, den Labelhalter, den werde ich ein bisschen so kleben. Das Beweisstück werde ich schräg drauf stempeln. Ich weiß, manche Leute kriegen eine ernstzunehmende Krise, wenn man schräg stempelt. Ich liebe schräge Sachen. Also auch unser Wohnzimmertisch, der steht nicht senkrecht zur Wand oder zu irgendwas anderem. Natürlich, es muss harmonisch sein, aber nicht symmetrisch. So, und jetzt wäre das nämlich tatsächlich so, dass wir dieses Beweisstück da haben und den ja, kleinen Unendlichkeitskringel. Und das Distress-Ink-Thema kann jetzt hier mal einmal verschwinden. Genauso können meine Stempel- und Acrylblöcke jetzt einmal hier verschwinden. So. Ja, ich denke, das, was ich da fabriziert habe, wird jetzt erstmal so weit trocken sein, dass wir uns diesen ganzen Themen hier widmen können. Ja, hier noch einmal ein bisschen drüber. Mal ein bisschen Gewalt anwenden hier, dass das wirklich klebt und fein ist. Ah, dieser Kleber, der zieht sofort an. Das ist einfach herrlich. So. Wir haben ein schönes Buchcover. Das, was ich jetzt als nächstes machen werde, ist erstmal die Löcher hier rein. Danach werde ich hier alles bekleben und dann kommt der Mod Podge. So, das Einbinden erfolgt dann erst später, wenn alles soweit getrocknet ist. Und genauso will ich dann später auch hier so Taschen und so ein Gedönse, was hier alles noch kommen darf, reinpacken. Jetzt ist natürlich wichtig, ich weiß gar nicht, seht ihr das, was ich mir da aufgeschrieben habe? Ja. Ihr seht hier diese kleine Nummer, 7,5 und 3. Jetzt brauche ich allerdings, dadurch, dass ich jetzt hier schon rumgeklebt und rumversiegelt habe, brauche ich einen Folienschreiber. Den hole ich nochmal eben. Der darf auch rot sein. Das tut jetzt hier überhaupt nichts. Ihr hört auch immer schön das Knetern von meinem Tisch. Herrlich, oder? So, nee, Stuhl, nicht Tisch. Tisch knetert nicht, Stuhl knetert. Ich brauche wieder mein Lineal. Ich brauche wieder einen Stift. Ich hole mir hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich mache die Lampe mal ein bisschen heller. So. Das ist nicht ganz so leicht zu sehen, glaube ich. Ich hole mir hier jetzt erstmal die Mitte. So, da haben wir 9,8 auf jeder Seite. Ich glaube, das tut. Ich hole mir das jetzt ein bisschen auf eine Seite rüber, damit ich auch wirklich die Punkte vernünftig machen kann. So, Punkte vernünftig machen heißt, ich will die ja, sag ich mal, auf dem Rücken gleichmäßig haben und muss mir jetzt diese Linie denken. So, ich gehe jetzt noch ein Stückchen rüber. Besser ist das. Das heißt, ich habe hier diese Knickkante vom Buch. Ich ziehe mir das nochmal rein. So. Hier die Knickkante vom Buch. Ja, gefällt mir. Du darfst da weggehen. Und jetzt muss ich mir natürlich die waagerechten, nein, jetzt von hier aus gesehen senkrechten vorstellen. Und zwar habe ich einmal die bei 3. Und da gucke ich, dass ich die beiden Punkte recht gut auf eine Linie bringe, aber weit genug auseinander, dass das hinterher auf meinem Cover, weil ich will die Bindung über Kreuz machen, dann auch noch schick aussieht. Jetzt haben wir hier auch 7,5. Und ganz ehrlich, wenn ihr das messen wollt, messt es. Ich habe hier das Augenintegral. Und bisher hat das immer sehr gut funktioniert, dass ich, sag ich mal, auf den gedachten Linien meine Punkte gemacht habe. Man kann dann auch nochmal beim Stanzen, kann man es auch nochmal ein bisschen verändern, wenn man merkt, dass die Stanzpunkte einfach tanzen. Ja, da seid ihr auch frei. So, jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8. Passt. Was ich jetzt allerdings hier mittig ausmessen werde, ist mein... Oh, das wird schon gehen. Vielleicht muss ich die hier tatsächlich ein bisschen weiter nach außen ziehen. Oder nehmen ein bisschen weiter nach innen. Das mache ich gleich mit Captain Bauchgefühl.
So, ich versuche jetzt hier noch einmal die Mitte zu treffen, damit ich den Punkt erwische, wo ich dann hinterher das Lesezeichen einfüge. So, und ich versuche jetzt diese Knickkanten hier ein bisschen zu nehmen und auch wieder, es ist nicht exakt, ne? Messt es gerne perfekt aus, aber ich meine, dass das hier, wenn wir es knicken, ja, das ist die Mitte. Schön. Weil da kommt dann nämlich eine Öse rein. Lassen wir das Gedöns zur Seite. Diese Öse hier oben stanze ich tatsächlich mit einem ganz stinknormalen, mit einer ganz stinknormalen Lochzange. Einfach weil diese Big Bite hier, muss ich gestehen, der fehlt die richtige Größe beim großen Loch. Das heißt, ich habe auch eine große Stanze hier drin. Kommt das aber, sie ist nicht groß genug für meine Ösen. Obwohl, selbst von, das ist ja von We Are Memory Keepers, selbst wenn ich die Ösen von We Are Memory Keepers nehme, passt es nicht zu den Stanzlöchern. Das finde ich ein bisschen verwunderlich. Aber ist halt so, ne? So, gucken wir uns das Ganze von außen mal an. Ja, ich könnte beide noch ein bisschen rüberrücken. Das Schöne ist, wenn ich hier gleich überkreuzt dann die Bindung mache, dann das. Das heißt, das hier, also die obere Seite kann ein bisschen weiter nach außen gestanzt werden. Ich glaube, das kriege ich jetzt auch hier so mit dem Ding auch ganz gut hin. Ja, das kann vielleicht ein bisschen weiter nach innen. Das Schöne ist mit der Bindung, ne? Also, das ist schon mehrfach erwähnt. Die Bindung machen wir einerseits mit Jute-Seil, schön zugeschnitten, andererseits über Kreuz. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, hier kleine Unebenheiten zu kaschieren. Sie bleiben da, man sieht sie einfach noch nicht mehr. Wenn manch einer eine Krise kriegt, oh mein Gott, was hast du getan? Ja, Unebenheiten einfach mal kaschiert, ne? Nennt man künstlerische Freiheit. So, da kann ich vielleicht ein bisschen weiter rüber gehen. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt davon seht, aber auf jeden Fall hört ihr mein Geschnacke dabei. Mein Gott. Manchmal kommt es nicht ganz durch, weil man hier so viele Schichten Kleber und Gedöns hat. Aber dann muss man einfach ein bisschen nachhelfen. Propsies. Wie gesagt, jetzt zerstören wir hier unser Werk ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Natürlich zerstören wir es nicht, sondern sorgen für die Elemente, die hier noch fehlen. Die Möglichkeit, die Bindung einzusetzen und die Möglichkeit, hier das Lesezeichen anzubinden. Schwuppdiwupp. So, ja. Richtig schick sieht man die Löcher erst dann, wenn ich wirklich die Fäden durchfädel. Jetzt habe ich mich so gut vorbereitet und dennoch keine Lochzange hinterhergenommen. Dann muss ich jetzt einmal aufstehen und mir meine Lochzange hier holen, um oben die Öse noch stanzen zu stechen. So, jetzt habe ich einmal hier meine Ösenkiste, andererseits meine Lochzange. Das ist so eine ganz einfache und sie ist auch echt schon ein bisschen krumm, muss ich ja gestehen. Ich mir das jetzt so von oben angucke. Ich glaube, also das sind immer so Sachen, die kann man sich übrigens wunderbar von Männern wünschen. Das heißt, wenn ihr Männer habt oder Freunde habt, die männlicher Natur sind, oder handwerklicher Natur, es können natürlich auch Frauen sein, die handwerklich geschickt sind, dann sind das ganz tolle Geschenke, die man sich wünschen kann, weil da kann jeder handwerklich begabte Mensch echt was mit anfangen. Schenkt mir eine gute Lochzange oder schenkt mir ein gutes Messer oder schenkt mir ein Ihr Bastelwerkzeug. Das Ding habe ich mir tatsächlich nämlich auch geschenkt. Nein, ich habe es mir gewünscht und dann geschenkt bekommen.
ist immer ganz beliebt, weil dann wissen die Menschen einfach, was kann man einem wirklich Gutes tun. Ne? Und so eine olle Lochzange benutzt man ständig, also ich jedenfalls. Und so ein, diese Crocodile Big Bite hier, die benutze ich ewig und 3 Tage. Also, das habe ich hier durchgestochen. Wichtig ist immer so eine Unterlage, weil sonst zerstört man sich hier die Messer, wenn man hier mal aufs Metall stößt. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, Leute, seht ihr, die beißt schon zur Seite. Das heißt, die war vielleicht doch ein bisschen zu billig für die Zwecke, die ich brauchte. Billig heißt nicht günstig, ne? Man kann auch günstig gutes Material kaufen, aber manchmal kauft man auch billig Material und dann ist man ein bisschen gekniffen, wenn man damit was Schönes machen will. Das macht dann nicht so viel Spaß. So, wenn ich mir das hier so recht anschaue. Ich könnte jetzt. Was nehme ich denn? Das passt dann ganz gut. Ich glaube einfach, dadurch, dass wir hier die Herzform haben, kommt hier jetzt ein Herzchen rein. Das hat so ein bisschen so ein Unterteil von der Blume. Ah, das ist doppelt. Ich dachte doch, da sehe ich doch Ränder von den Blümchen. So. Blümchen heißt nämlich, ich habe hier die silbernen Teile sind in Blumenform und diese vintagefarbenen Teile sind in Herzform. Und die setze ich mir jetzt hier drauf. Jetzt kann ich hier in diesem Ding nämlich umstellen, schiebe es nach vorn, dann geht hier vorne diese Presse an. So wichtig ist, ich habe hier oben, also man kann verschiedene Größen hier oben einstellen, die man, also wenn man verschiedene Ösengrößen hat. Oder auch Druckknöpfe. Ich brauche die größte und hier unten brauche ich auch ja, den Block, den Gegenblock, sage ich mal. So, das heißt, wichtig ist, unten ist die offene Seite von der Öse. Das heißt, hier diese Spitze oder scharfkantige, die aufbrechen muss. Und oben ist, sag mal, die Oberseite oder die sichtbare Seite. Am besten fädelt man das dann hier so ein bisschen ein. Schaut, dass das Herz gerade ist. Schaut, die muss gerade sein und nicht schief, habe ich gerade gesagt. Und dann beherzt zudrücken. Ja, das Gefühl und das Geräusch, was dabei entsteht, da weiß man immer schon, hat man richtig getroffen, ist es richtig aufgesprungen. Innen sieht das dann so aus, es wird von den Signaturen überdeckt. Das ist kein Problem. Es gibt auch diese Ösen mit so einem, sag mal, Gegenring. Dann sieht das innen ein bisschen ordentlicher aus. Ja, kann man machen, muss man nicht, ne? So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Öse für das Lesezeichen. Hier ist jetzt alles soweit fein und trocken. Das heißt, wir können jetzt auch dazu übergehen, hier unsere Metallteile aufzukleben. Wenn ihr es knatschen hört, es ist mein Stuhl. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe mir was Neues überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich dieses Unendlichkeitszeichen hier mit ein bisschen Papier unterlegt hinpacke. Finde ich irgendwie schöner, kommt besser zur Geltung. Das heißt aber auch, wir müssen jetzt einerseits das Papierchen ankleben und dann das Unendlichkeitszeichen draufsetzen. Dafür nehme ich jetzt hier einen Pinsel, der etwas schmaler ist als mein Flächenpinsel, den ich jetzt die ganze Zeit so schön benutzt habe. Den nehme ich. Und jetzt bringe ich einerseits das Papier hier drauf. Auch da schaut immer, dass ihr die Kanten erwischt. Kanten sind mega wichtig, dass die mit eingepinselt sind, eingeklebt sind. Weil wenn das nicht passiert, dann habt ihr hinterher was abstehen. So, denkt immer dran, so ein Junk Journal ist für die Ewigkeit. Deswegen, das Unendlichkeitszeichen passt ganz gut. Journal für die Ewigkeit. So, jetzt ist mein Silber quasi nahezu verschwunden. Und jetzt packe ich mein Unendlichkeitszeichen mit dem gleichen Kleber auch noch drauf. Das Gute an diesem Kleber ist, und ich werde nicht müde, es zu erwähnen, er trocknet klar. Das heißt, ich setze es jetzt drauf und es bleibt da sitzen und bekommt natürlich vielleicht ein bisschen glänzenden Rand, dadurch, wenn ein bisschen Kleber um die Ecke schaut. Aber das stört mich so gar nicht. Im dümmsten Fall gehe ich nämlich tatsächlich
Nochmal einmal mit dem Hardcoat drüber, das sowieso. Und könnte natürlich auch mit dem Gilding Wax nochmal drüber gehen, falls ich hier wirklich irgendwas zu glänzend gemacht habe. Weil das Gilding Wax kann man auch auf Metallbeschlägen benutzen. So, jetzt haben wir hier unser Beweisstück. Das kann ich natürlich später reinschieben. Jetzt ist mir erstmal wichtig, dass ich den Labelhalter verbaut kriege. Und da, ja, achtet drauf, dass ihr wirklich die Außenseiten erwischt. Sonst passt da tatsächlich kein Papier mehr rein. Na, hier haben wir wirklich ein Tutorial, Craft with Me, was auch immer, wo ich euch auch hier und da mal einen Tipp gebe von Sachen, die ich schon alles falsch gemacht habe. Es gibt ja genug Fehler, die man so im Leben machen kann. Man kann sich auch einfach mal die von anderen angucken und die dann auslassen. Es gibt immer wieder Sachen, die dürft ihr selber falsch machen. Und mir gerne davon erzählen, dann brauche ich es nicht tun. Also, brauche ich sie nicht falsch machen. So, und so richtig falsch gibt es auch nicht, außer halt so nervige Sachen wie, ich klebe mir hier mein Label sowas von vollständig an, dass ich kein Papier mehr reinkriege. Das ist einfach ein nerviger Umstand in dem Moment. Versuche ich auch hier in der Mitte, möglichst alles, was klebt, wegzupacken. So, ein bisschen schief, das hätte ich gern. Supi. So, jetzt sind wir hier schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und jetzt haben wir natürlich noch hier unser kleines Filigree. Jetzt muss man mal ein bisschen gucken, wo es oben, wo es unten. Man hat die Pünktchen, seht ihr. Die sind oben und die etwas hohlere Seite ist unten. Und die hohlere Seite möchte ich jetzt hier ankleben. Möglichst flächig oder möglichst viel Teile hier wirklich mit dem Papier verbinden, dass es wirklich an Ort und Stelle bleibt, auch wenn man es mal in eine Handtasche schmeißt und irgendwie ein bisschen durch die Gegend schleppt und nicht runterschmeißen. Also, wenn man das durch die Handtasche rubbelt, ne? Liebe Frauen mit den mobilen Dreizimmerwohnungen, da ist ja einiges drin. Und da möchte dieses Filigree dann nicht unbedingt abgerubbelt werden. Dementsprechend sortiert euch so oder klebt euch das so, dass es wirklich da wohnen bleibt, wo ihr es hinsetzt. Jetzt muss schon ein bisschen ausgerichtet werden. Wie möchte ich es haben? Schief, gerade. Ich glaube, ich möchte das so haben, dass, sag mal, die Achse senkrecht und waagerecht jeweils zu dem Buch sind. So. Jetzt würde ich nämlich diesen Part hier erstmal trocknen lassen. Die Buchecken, die kommen als nächstes. Und als nächstes kämen dann auch das Einbinden und das Lesezeichen bauen. Diesen Part hier lasse ich jetzt erstmal trocknen. Verabschiede mich für den Moment. Ich bin mit Sicherheit gleich wieder für euch da, wenn das hier gut angezogen ist, getrocknet ist und ich daran weiterarbeiten kann. So, da bin ich wieder. Der knetende Stuhl. Juhu. Was jetzt an unserem Arbeitsschritt hier in diesem Video noch übrig ist, zwei Sachen. Einmal möchte ich jetzt hier diese Ecken schon mal drauf packen. Das Gebimsel hier kommt später und auch das Beweisstück kommt später. Aber die Ecken möchte ich jetzt gerne mit euch hier festmachen. Und der zweite Schritt ist dann, den Hardcoat drüber zu packen. Danach darf das Herzchen erstmal wieder trocknen. So, also was brauchen wir? Eine Zange. Da brauchen wir noch ein bisschen Junk Journal Kleber. Also im Großen und Ganzen halten die Ecken auch so, sage ich mal vorsichtig. Jetzt kommt das Aber, und zwar das paranoide Aber. Ich traue dem Frieden nicht, wenn man das Ding wirklich in die Handtasche schmeißt. Das ist für mich so ein bisschen der Härtefall. Wenn man das Ding wirklich in die Handtasche schmeißt und da drin ein bisschen hin und her scheppert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas abgeht, recht groß oder immerhin gegeben. Nennen wir es mal gegeben. Wenn man es gut zukneift, könnte es halten. Wie gesagt, ich bin da vorsichtig und möchte kein Journal irgendwann bekommen, was repariert werden darf, weil ich es nicht gut genug befestigt habe. So, ich packe deswegen einfach ein bisschen Junk Journal Kleber in die Ecken. So, da muss man natürlich die Ecken ein bisschen
knuddeln und quetschen, dass die Hochecke auch wirklich rüberkommt. Und auch wirklich rüberkommt, heißt, wenn das hier so ein bisschen reingeht, dann geht das halt da so ein bisschen rein. Das ist dann halt so. Nur es darf nicht irgendwie krumm und schief abstehen oder größer, das Buch größer machen, als es vorher war. Das macht keinen Spaß. Und dann kneift man das Thema einfach ein bisschen zu. Also man drückt es wirklich von rechts und links und auch aus der Ecke heraus ran und geht ja, in alle Himmelsrichtungen quasi einmal mit der Zange dran und quetscht die Ecke ein bisschen ran. Macht das gleichmäßig. Ne? Also wenn ihr es nur in einer Ecke quetscht und die Buchecke dann so zusammenknickt und der ganze Rest der Ecke steht dann ab, ist auch irgendwie blöd. So, dementsprechend macht das in Ruhe. Biegt euch das, so wie ich es vorhin gezeigt habe, ein bisschen auf. Und hier so ein Tröpfchen Junk Journal Kleber in den Schenkeln dieser Buchecke hilft auf jeden Fall schon mal, das Ding an Ort und Stelle zu halten. Auch hier drüber setzen, rechts, links und aus der Ecke heraus drücken, quetschen. Es verschwindet hier so ein bisschen hinter meiner Deko, das ist nicht ganz so schlimm. Ich versuche es nur gerade ein bisschen gerade zu richten, dass es nicht nach innen kippt. Also dass ihr seht, dass die Buchecken nicht so das Buch so verengen. Das ist aber nun mal so, wenn man ein altes Buch nimmt, dann sind die Herzen manchmal ein bisschen krumm und schief. Macht aber auch den Charme eines alten Buchs aus. So. Einmal festgeklemmt. Einmal festgeklemmt und wie gesagt, der Kleber tut sein Übriges. Nächster Streich. Ja, und den Kleber dann einfach wirklich ganz in Ruhe anziehen lassen und dann wirklich aushärten lassen, wobei er bleibt halt ein bisschen elastisch, das soll so. Bei diesen Buchecken ist es schön, dass sie von beiden Seiten gleich gefärbt ist gut, also gleich graviert sind. Manche Buchecken haben eine Innen- und Außenseite, da müsst ihr echt drauf achten. Sonst habt ihr hinterher draußen die Klemmseite und innen die Schnörkel. Diese hier haben glücklicherweise die Schnörkel überall. Das macht auf jeden Fall Spaß und Sinn. Und die letzte Ecke kommt. So, danach werde ich den gleichen Pinsel benutzen fürs Mod Podge. Ist auch ein Teufelszeug, echt. Eine super gute Erfindung. Auch das Mod Podge für Außensachen. Also wenn man wirklich. Also ich habe jetzt damit Steine bemalt, ne? Also wenn man Außendeko damit bemalen möchte oder versiegeln, ne? Ist ja farblos das Zeug. Das hält wunderbar. Ich habe jetzt noch nicht den Härtetest gemacht, die bemalten Steine ein halbes Jahr lang im Regen liegen zu lassen. Aber das wird kommen. Ich habe nämlich gedacht, ich schnappe mir Steine, male sie weiß mit Gesso an als Grundierung, dann schreibe ich auf die Steine, was in dem jeweiligen Beet ist oder was die jeweilige Pflanze ist. Und dann gehe ich mit dem Mod Podge Lack quasi drüber. Und ja. So sieht das jetzt mit den Ecken aus. Also ich bin damit schon echt happy. Und klar, das Hardcover wird sein Übriges tun, um das hier vernünftig zu schützen. Ich mache mir jetzt gar nicht erst die Mühe, den alten Kleber da rauszuwischen, weil im Endeffekt ist Mod Podge auch als Kleber nutzbar. Es ist wesentlich flüssiger. Ich gebe euch den Tipp, Mod Podge nicht schütteln. Also ich schwinge es nur ein bisschen. Ihr könnt es vorsichtig aufrühren, aber niemals richtig schütteln. Die Blasen, die sich da drin dann auftun, die werdet ihr nicht wieder los. Wenn man jetzt hier reinguckt, ist es so ein bisschen ein bisschen was abgesetzt, da kann man einfach echt mit dem Pinsel so ein bisschen durchgehen. Man kann sich auch einen Schaschlikstab oder irgend so einen Kram nehmen und das ganze Spiel ein bisschen aufrühren. So, und jetzt haben wir hier eigentlich genau diese Versiegelung, die es braucht. Wenn man übers Metall geht, kann da drauf wohnen bleiben oder man wischt es einfach ein bisschen ab. Es gibt auch eine Mattierung von dem, was man damit übermalt. Also das tut dem Metall überhaupt nichts.
Und wenn ihr es an einer Stelle habt, habt ihr natürlich einen leicht unterschiedlichen Farbton oder es reflektiert einfach unterschiedlich dann. Dementsprechend entweder beim Metall macht es ganz rüber oder überhaupt nicht. Bei dem Ding hier werde ich es vermutlich ganz drüber machen, damit es einfach noch ein bisschen mehr Halt hat. So, noch ein weiterer Tipp zum Thema Mod Podge. Macht das üppig oder macht das mehrfach? Bei so einer Art hier von dem mal knuddeligen Papier benutzt das Mod Podge ruhig satt und geht auch wirklich unter die Falten und benutzt es dann, wenn das Gilding Wax trocken ist. Weil sonst kann man sich tatsächlich das Gilding Wax ein bisschen verschmieren, dann wohnt es nicht mehr da, wo es eigentlich wohnen sollte. Kann auch schön aussehen, aber ist dann eher so eine kleine Überraschungstüte, ne? So, und auch hier, wenn man solche kleinen Höhlen hier hat, das Mod Podge hat den Auftrag, ist, das alles hier festzumachen. Es bleibt ein Stück weit elastisch, aber es ist wesentlich widerstandsfähiger. Von daher geht auch mit dem Mod Podge in solche Falten rein. Also wann immer sich hier irgendwie was auftut, so ein Berg und Tal oder so eine Falte, wo was drunter, wo man wirklich mit dem Pinsel so drunter kommt, packt auch das Mod Podge da drunter. Je stabiler, desto besser. Ja, und ich finde einfach, also Mod Podge ist sehr, sehr ergiebig. Also wir bekommen hier einige Bücher gut mit eingestrichen. Ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt noch die Hälfte im Topf und ich habe bestimmt schon 5 oder 6 Bücher damit versiegelt. Das ist wirklich, wirklich gut ergiebig. Das ist ein bisschen anders als der Junk Journal Kleber. Dadurch, dass der wesentlich dickflüssiger ist, braucht man natürlich auch mehr davon auf so eine Fläche. Na, aber die Kombi davon, also erstmal den Junk Journal Kleber zum Befestigen von diesem ganzen Papierberg oder bei diesem ganzen Papierknuddel und danach den Mod Podge drüber zu holen, wenn das Ganze getrocknet ist, das ist eine ziemlich gute Kombi. Und hat sich bis jetzt bewährt, sagen wir es mal so. Bei mir hat sich bewährt, ich weiß nicht, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Mod Podge Fan, nicht Mod Podge Fan, gibt ja auch Leute, die gerne andere Produkte benutzen. Ich habe mich da auch an den anderen YouTubern orientiert, also an denen, die, sag ich mal, von ihren Erfahrungen berichten oder das einfach in den Videos benutzen. Das ist auch eine geile Werbung. Nur wenn das, was sie tun, funktioniert, und Mod Podge ist jetzt nicht irrsinnig teuer, dann kann man das natürlich auch gut mal benutzen. Ich scheue mich davor, irgendwas selber Sachen auszuprobieren, wo ich jetzt keinen Erfahrungsbericht oder was finde, die dann so furchtbar teuer sind, wo man dann denkt, boah, brauche ich das wirklich? Hilft es mir wirklich so viel, wie die Werbung es anpreist? Da bin ich echt werberesistent. Wo ich nicht gegenresistent bin, ist, wenn mir jemand, sag ich mal, jemand, dem ich einiges Bastelvermögen zutraue, wenn mir derjenige zeigt, wie er mit diesem Material arbeitet und was dabei rauskommt. Das empfinde ich als sehr angenehme und feine Empfehlung. Und ich finde es auch fein, wenn derjenige sagt, Mensch, es gibt auch noch dieses und jenes. Mit folgendem habe ich meine guten Erfahrungen gemacht. Ich kenne aber auch andere, die mit den anderen Sachen gute Erfahrungen gemacht haben. Das finde ich sehr authentisch und sehr angenehm. Einfach, so als Empfehlung kann man sich dann überlegen. Folge ich der Empfehlung, probiere es auch. Gucke ich mir erstmal Videos von den anderen Leuten an, die was anderes benutzen. Das ist sehr angenehm und zwanglos, nennen wir es mal so. So, jetzt habe ich ja schon meine erste Seite fein und voll gemanscht. So. Mod Podge kriegt man nicht ganz so gut aus Klamotten raus. Also wenn ihr euch das jetzt irgendwo hinschmiert, einen Junk Journal Kleber kann man gut auswaschen, solange man das Zeug noch nicht hat trocknen lassen. Aber das Mod Podge, da würde ich tatsächlich zusehen, dass ich mir das nicht in die Klamotten schmiere. Das könnte kontraproduktiv sein und da ein Fleck hinterlassen. So, hier gehe ich jetzt tatsächlich über mein Ornament drüber mit dem Zeug. Und auch jetzt, schaut mal, ich achte darauf, dass ich die gleiche Strich- oder Pinselrichtung habe.
dass ich das alles quasi mit der Textur, also mit dem Borsten vom Pinsel von oben nach unten oder von unten nach oben, in diesem Fall halt senkrecht verarbeite. Man kann natürlich auch das Ganze kreuz und quer machen, nur auch bei dem Mod Podge, wenn man das so verarbeitet, wie ich das tue, dann sieht man die Textur, die Pinselkonturen. So, auch hier achte ich darauf, dass ich diese Knickkante vom Buch wirklich Knickkante sein lasse und nicht bis ins Letzte mit Mod Podge zukleister, weil es wird halt wirklich hart. Wenn ich hier so durchgehe, dann versuche ich das auch wirklich wieder so ein bisschen zurückzunehmen. So, jetzt auch mein kleines Herzchen hier oben schmiere ich einmal mit ein. Gehe nochmal mit dem Finger drüber. Das reicht meistens. So, wenn sich hier Löcher ergeben oder Löcher in Mitleidenschaft gezogen werden, dann tut es manchmal auch einfach, ein kleines Stückchen Papier zu nehmen, wenn sich das Loch gerade so zugeschmiert hat und einfach einmal ein bisschen rein zu puzzeln hier. Man kann es hinterher auch wieder durchstechen, aber man kann sich es auch einfach sparen. Na, wenn man das direkt, wenn es feucht ist, daraus rausdrückt, dann ist auch gut. Genau, der Buchrücken bekommt die Mod Podge-Dröhnung ab und ja, auch, sag ich mal, das Herzchenpapier bekommt diese Verarbeitung hier. Ich versuche die Löcher so ein bisschen auszusparen, dann muss ich da nicht so rumpuzzeln. Habe ich halt eben nicht geschafft. Shit happens. So. Ja, was gibt es da noch Schickes über Mod Podge zu erzählen? Trocknet fast ein bisschen besser als der Junk Journal Kleber, weil es einfach dünner ist. Das heißt, die Flüssigkeit oder Feuchte da drin verflüssigt, sag ich schon, verflüchtigt sich schneller. Man hat schneller ein gut getrocknetes Buch an der Stelle. Es riecht auch wenig. Also ich sag mal so gar nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Es ist wirklich gut zu ertragen. Es ist nicht so wie so krasse Lösungsmittelkleber, die einen dann ins Delirium befördern. Leichten Eigengeruch, aber durchaus nicht unangenehm. Verarbeitung seht ihr ja recht einfach, relativ dünnflüssig für so einen Hardcoat. Also das ist schon beachtlich, dass das relativ dünnflüssig ist. Man kommt halt auch in diese Falten ganz gut rein. Wenn das jetzt eine dicke Soße wäre, dann hätte ich tatsächlich Probleme, hier in meine Papierfalten vernünftig reinzukommen und die dann mit dem Hardcoat zu überziehen. Alles das, was ich jetzt mit dem Mod Podge hier über Pinsel, da sieht man die Farbe nachher wieder voll und ganz. Also das Zeug ist auch wieder klar trocknend, leicht mattierend. Ein bisschen mehr mattierend als der Junk Journal Kleber. Es gibt dieses Mod Podge auch in Matt Coat und Antique Matt Coat, was dann so einen kleinen Vergilbungseffekt mit dazu holt. Das ist auch durchaus fein, das habe ich auch, da benutze das auch. Passt allerdings jetzt nicht hier zu dem Projekt, was ich ja gerade am Start habe. Also hier möchte ich ja diese wirklich knallige blaue Farbe auch wirklich haben. Und ich möchte nicht den Vergilbungseffekt da reinholen. Bei anderen Projekten ist das perfekt. Also da werde ich euch bestimmt auch mal was zeigen, wo dieser Vergilbungseffekt einfach passt wie A auf A. Nee, wie A auf I. So. Aber hier möchte ich gerne bunt, fröhlich, lebensfroh, einfach so die knolligen Farben haben. Ja, noch hier. Ich gehe auch gleich nochmal über mein Unendlichkeitszeichen hier und ja, cover die Unendlichkeit. So, ich würde dem Ganzen hier tatsächlich ein bisschen Zeit geben zum Trocknen. Und ein bisschen Zeit, also ich vermute mal, dass man da nach 6 Stunden wieder gut dran gehen kann. Aber da ich heute noch ein bisschen was vorhabe, werde ich da heute nicht nach 6 Stunden wieder dran gehen.
sondern eher irgendwie morgen mir das Ding wieder schnappen. So, ihr seht, ich manche hier das Unendlichkeitszeichen ordentlich ein mit dem Zeug. Und jetzt gehe ich einfach nochmal über das Metall drüber und ziehe mir die Oberfläche davon ab. Ja, man kann natürlich auch ein Tuch nehmen, ne? Ist natürlich durchaus legitim, sich hier ein Tuch zu wünschen. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf Tuch. Und da ich sowieso gleich meine Finger kräftig schrubben muss, kann ich da auch das Modpatch schon auch noch runterschrubben. So, ich könnte mir jetzt, dadurch, dass das bunte Papier ja eigentlich schon versiegelt ist, könnte ich mir natürlich auch den Modpatch auf dem bunten sparen. Dann habe ich aber zwei verschiedene Arten von, ja, von Code, sage ich mal. Also einmal habe ich es wirklich richtig matt oder wesentlich matter und einmal wesentlich glänzender. Und das mag ich nicht so. Das darf dann gerne gleich matt oder gleich glänzend sein. Nicht unterschiedlich. So, ich sag mal so, wenn ganz bisschen unterschiedlicher Glanz an einer Stelle ist, wenn man mal was vergessen hat, so what? Das tut wirklich keinem was. Aber so eine ganze Fläche, die dann richtig glänzt, während der Rest der Welt hier nicht glänzt, nee, das ist nicht so meins. Da darf das schon gerne einheitlich glänzen oder einheitlich nicht glänzen. So. Und meine Tochter mag zum Beispiel so glossy Sachen ganz gerne, wenn die so richtig schön glänzig sind, aber dann auch bitte komplett. Wenn ich was für sie mache, würde ich natürlich auch mehr Gloss und Glitzer dazu benutzen. Aber nicht partiell, sondern dann auch wirklich auf dem kompletten Cover. Na, da darf man dann ruhig schon mal in die richtige Glossy-Tüte greifen. Und vielleicht auch hier und da ein bisschen, sag mal, Glitzerstaub mit dazu holen. Das ist dann. Dann ist es richtig, richtig glossy. So, ihr seht, ich habe hier ja ziemlich alles erwischt. Sollte mir das dann bei diesem Durchgang hier nicht fest genug werden, wiederhole ich diesen Durchgang einfach. Jetzt packe ich das Ding auf Seite, rette meinen Pinsel und ja, beende diesen Teil des Videos. Damit waren wir am Ende vom dritten Video. Und wie ihr jetzt euch vielleicht schon denken könnt, wir haben hier noch so ein bisschen Material. Wird es noch ein weiteres Video geben? Mindestens noch eins. Ja, dementsprechend sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr auch die nächste Folge wieder schaut. Und freue mich über Kommentare, Likes und Abonnenten. Ja, dann sage ich mal, bis demnächst in diesem Kino.